وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أنصرف بيد الله den Herrn aller Welten, und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah rabbil alamin. Heute bi'idhnillah ta'ala am Mittwoch, wo wir das Buch Al-Ibadat von Sheikh Abdul Azim al-Badawi studieren, fangen wir, nachdem wir das Kapitel Az-Zakah beendet haben. Normalerweise kommt nach Babu Zakah kommt Babu al-Hajj. Das heißt, das Kapitel über den Hajj, das haben wir etwas aufgeschoben, weil auch Leute mitkommen zum Hajj, inshallah. Dann werden wir das kurz davor machen, sodass das Wissen frisch in den Köpfen bleibt. Deswegen ziehen wir das Kapitel Kitab und Nikah vor. Wir reden heute, inshallah ta'ala, und fangen heute mit einem neuen Kapitel an, über das Buch der Heirat, alles, was mit der Heirat zu tun hat. Möge Allah uns Erfolg geben. Hukmu. النكاح من آكد سنن المرسلين قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. الله عز وجل nachdem der Autor حفظه الله sagt der Nikah, die Heirat im Islam, und wir reden jetzt über das Urteil. Was ist das Urteil über die Heirat? Ist es verpflichtend oder ist es eine beliebte Tat? So sagt er erstmal, der Autor Hafizullah, die Heirat gehört zu den bestätigten Sunnan der Gesandten, und zwar aller Gesandten. Allah Azza wa Jalla sagt im Koran, und wir entsandten zu den Gesandten, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا, und wir entsandten Gesandte vor dir, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, und wir gaben ihnen Ehefrauen und Nachkommen. Und das war die Sunna der Gesandten, dass sie geheiratet haben. Und er sagt, وَيُكْرَهُ تَرْكُهُ لِغَيْرِ عُذُرٍ لِحَدِيثِ أَنَسْ بِنِ الْمَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. Und es ist unbeliebt, nicht zu heiraten, wenn man keine islamische Entschuldigung hat. Das heißt, du solltest heiraten. Und das ist die Sunna vom Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass du heiratest. Aber natürlich kann es Gründe geben, dass jemand nicht heiratet. Welche Gründe könnten das sein, die auch islamisch berechtigt sind? Na? Richtig. Eine Person könnte vielleicht in Erfahrung gebracht haben, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und er will das nicht seiner Familie antun. Man sagt, die Tage bei ihm sind gezählt. Bei dieser Person ist das was anderes. Oder eine Person, er besitzt gar nichts. Nicht einmal, um eine Kleinigkeit einer Frau zu geben. Wir kommen dazu, bi'idhnillahi ta'ala. Das sind andere Gründe, als wenn eine Person einfach so sagt, ich möchte nicht heiraten. Und der eine oder andere könnte sagen, aber es gab doch Gelehrte, sie waren nicht verheiratet. Richtig. Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala war nicht verheiratet. Auch Imam an-Nawawi rahimullah ta'ala war nicht verheiratet. Hier ging es aber nicht darum, dass sie nicht heiraten wollten. Wie ihr wisst, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimullah ta'ala saß die Hälfte seines Lebens wo? Im Besprechungszimmer. Ihr wisst schon, was ich meine. Im Gefängnis. Und daher war es nicht, dass er es beabsichtigt hatte, nicht zu heiraten. Vielmehr hat sich die Gelegenheit nicht dazu ergeben. Imam Nawawi rahimullah ta'ala, er war so mit dem Wissen beschäftigt, yani so viele Bücher wie Imam Nawawi rahimullah geschrieben hat, so lange werden wir gar nicht leben. Und eines Tages fragten ihn seine Schüler, warum, o Imam, bist du nicht verheiratet? Er sagte, jetzt wo ihr mich daran erinnert, hätte ich das eigentlich vorhaben können. Das heißt, ihm ist es aus dem Sinn gefallen, dass er überhaupt heiraten soll. Na, weil diese Leute waren beschäftigt mit dem Wissen und dem Verbreiten von dem Wissen. Aber jemand, der nicht heiraten möchte, ohne Grund, so ist das unbeliebt, und dieses aufgrund der Überlieferung von Anas ibn Malik, der berichtete, جاء ثلاثة
رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Einmal kam eine Gruppe von Männern zum Gesandten صلى الله عليه وسلم. Und Rahat hier ist eine Gruppe zwischen 3 und 9 Leute. Sie kamen zu den Familien des Gesandten صلى الله عليه وسلم. يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم. Sie fragten, wie war die Anbetung vom Gesandten صلى الله عليه وسلم. Natürlich, wenn Sie fragen, wie war die Anbetung, und Sie fragen die Frauen, dann reden wir hier über welche Anbetung, weil der Prophet ﷺ hat doch mit den Sahaba gebetet. Meinen wir jetzt die öffentlichen Taten, die er begangen hat, oder die, die er heimlich begangen hat? Das heißt, im stillen Kämmerlein begangen hat, nicht die Taten, die er vor den Leuten gemacht hat. Diese Taten wollten sie in Erfahrung bringen, weil sie wollten wissen, aha, wie betet der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Was macht er, wenn er zu Hause ist? Weil das war ihre Anstrengung, der Sunna des Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu folgen. فَلَمَّا أُخْبِرُوا كَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا. Als ihnen gesagt wurde, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam an Taten macht, dann schien es so, als ob sie das als gering angesehen haben. Als gering angesehen haben. فقالوا وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. Wo stehen wir im Vergleich zum Gesandten صلى الله عليه وسلم? Und sie haben eine Entschuldigung für ihn gesucht, dass er nicht so viele Taten nach ihrem Ermessen verrichtet hat, weil sie sagen, Allah hat ihm bereits schon alle Sünden vergeben. Also ist das auch zu Recht, dass er dann auch nicht mehr so viel machen muss. Schaut mal, Subhan al-Malik. Subhan al-Malik. Allah Azza wa Jal hat Alhamdulillah manchen Leuten die Rechtleitung gegeben, auch bezüglich des Verständnisses, und anderen Leuten nicht. Die Sache ist so, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam uns in einer Überlieferung gesagt hat, أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ. Die Taten, die Allah Azza wa Jal sind, am beliebtesten sind, sind welche? Wie Aisha radiallahu anha berichtete, sind die, die richtig, die regelmäßig, aber wenig sind. Wie viele kennen wir, die sagen, wenn, dann richtig? Sagst du ihnen, lern den Koran langsam. Nein, nein, nein. Ein Juz am Tag muss mindestens sein. Ich will in 30 Tagen vorbei sein. Wie viel lernt der? Nichts. Gar nichts. Der andere lernt aber 1, 2 Ayat, Alhamdulillah. Du kommst zu einem und sagst ihm, Achil Karim, spende für das Projekt. Wenn es auch 20 Cent am Tag sind, was für 20 Cent, was willst du mir kommen mit 20 Cent? Wenn, dann gebe ich einen Tausender. Siehst du ihn nochmal in deinem Leben? Nie wieder. Weder ihn noch den Tausender. Das heißt, die beliebtesten Taten sind diejenigen, die du regelmäßig machst, wenn es auch wenige sind. Manche Leute, du sagst ihm, bete Witr. Er sagt, bis wie viel Raka kann ich beten? Du sagst ihm, bis 11 Raka. Aber fang mit einer an. Er sagt, das ist für Schwächlinge. Dann betet er tatsächlich die erste Nacht 11 Raka, die zweite und die dritte Nacht, nach der vierten Nacht. Der hört sogar mit den Pflichtgebeten auf. Und daher, das ist nicht vom Fiqh, dass man sich zu viel aufdrängt. Warum? Weil dieses führt dazu, dass du was überdrüssig wirst. Dass dir diese Sache langweilig wird. Und daher, liebe Geschwister, versucht wenig zu machen, aber regelmäßig. Und das spornt einen immer weiter an, als ob sie das gering gesehen haben. Sie haben gesagt, der Grund ist, dass Allah ihm bereits alle Sünden vergeben hat. Vergeben hat. Dann sagte einer von ihnen, von dieser Gruppe von Männern, amma ana, was mich anbelangt, fa ana usalli al-layl abada. Ich werde jede Nacht durchbeten. Ohne Ausnahme. Jede Nacht werde ich durchbeten. Bedeutet, ich werde nicht mehr schlafen. وقال الآخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر. Der andere sagte, ich werde الدهر fasten. الدهر ist eigentlich das ganze Jahr. Und ich werde nicht mehr fasten brechen. Sondern ich werde die gesamte Zeit fasten. Natürlich hier, dieser sagte nicht Abada, der davor sagte Abada. Warum? Weil es gibt Tage, da darf man nicht
fasten. Da darf man nicht fasten. Das heißt, es gibt Gelehrte, die haben gesagt, du kannst das gesamte Jahr fasten, mit Ausnahme von welchen Tagen? Von Eid, Al-Adha und Al-Fitr. Und bei Eid al-Adha kommen noch welche Tage dazu? Die drei Tage von Tashrik. Sonst sagen sie, außer diesen Tagen kannst du das ganze Jahr fasten. Das ist ein Meinungsunterschied bei den Gelehrten. Na? Aber diese Leute haben etwas beabsichtigt. Wir kommen gleich dazu. Und einer sagt, وَقَالَ آخَرْ أَنَا أَعْتَزِلُ النِّسَى. Ich werde mich von den Frauen fernhalten. فَلَا أَتَزَوَّجْ أَبَدًا. Ich werde auf keinen Fall heiraten. فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Dann kam der Gesandte صلى الله عليه وسلم zu ihnen. فَقَالَ. So sagte er, أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا. Seid ihr es, die dieses und jenes gesagt haben. أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ. Bei Allah, ich bin der, der Allah Azzawajal am meisten fürchtet unter euch. Aber ich faste und ich breche mein Fasten. Und ich bete, aber ich schlafe auch die Nacht. Und ich heirate die Frauen. Derjenige, der sich von meiner Sunna entfernt, so gehört er nicht zu mir. Was heißt derjenige, der sich von meiner Sunna entfernt, gehört nicht zu mir? Manchmal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, leysa minna, dann meint er, diese Person ist was? Vom Hukum her ein Kafir. Der gehört nicht zu uns. Das bedeutet, er gehört nicht zu Millat al-Islam. Er gehört nicht zu der Gruppe von Islam. Und manchmal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, leysa minni, was meint er dann damit? Ha? Was hat er verfehlt? Unsere Sunna. Unsere Sunna, unsere Rechtleitung. Und hier in diesem Falle unsere Rechtleitung. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam war sehr verärgert über diese Gruppe von Leuten. Und hier lernen wir, liebe Geschwister, manchmal passierten dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam, so war er nicht so ärgerlich über eine Sache, wie wenn es um Bid'ah und vom Abschweifen des Weges geht. Weil hier reden wir über klare Religion. Manchmal kamen Leute, haben den Propheten sallallahu alaihi wasallam beschimpft oder ihm was angetan, so war er darüber nicht so erzürnt wie bezüglich der Religion. Diese Leute, sie haben gesagt, was sollen wir mit der Dunya zu tun haben? Wir, im Übrigen gibt es noch eine andere Überlieferung, wo einer sagte, ich werde kein was mehr essen, kein Fleisch mehr essen. Diese Leute sagen, wir wollen nicht das Fasten brechen, wir wollen immer fasten, wir wollen immer Qiyamul Layl beten, die Nacht durchbeten, nicht mehr schlafen, wir wollen nicht heiraten, damit wir die ganze Zeit der Ibadah widmen können. Dieses alles ist falsch. Weil Allah Azza wa Jalla hat uns nicht als was entsandt, als Engel. Wir sind keine Engel. Die Engel, sie sind die gesamte Zeit in Anbetung gegenüber Allah Azza wa Jalla. Aber wir sind keine Engel, wir sind Menschen. Wa khuliqal insanu da'ifa. Und der Mensch ist zwar nicht schwach erschaffen worden. Unsere Natur ist, dass wir nicht 24 Stunden am Tag Ibadah machen können, das heißt gegenüber Allah Azza wa Jalla ihm dienlich sein können. In dem Sinne, wie diese Leute es verstanden haben. Sie dachten, okay, ich werde meine ganze Freizeit für den Islam widmen. Das ist nicht das richtige Verständnis. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam ist an dem Tag auf die Minbar gegangen und er hat die Muslime vereinigt. Und er hat dann eine Ansprache zu ihm gehalten. Warum? Weil diese Sache gefährlich ist. Und so siehst du heute, Leute, subhanallah, die leben wie Mönche. Und Allah Azza wa Jal sagt im Koran, وَرَهْبَانِيَّةً und Mönchtum, was wir ihnen nicht, مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ. Wir haben es ihnen nicht vorgeschrieben. Yachi, was ist das für eine Einstellung? Ich werde nicht heiraten, ich werde meine Zeit nur für die Ibadah widmen, subhanallah. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam? Ich bin unter euch der Gottesfürchtigste. Und ich esse und ich spreche. Ich faste und ich breche mein Fasten. Ich schlafe, aber ich bete auch in der Nacht. Und ich heirate die Frau. Seid ihr besser als ich? Und das sagte er nicht aus Angeberei, sondern vielmehr hat er ihm beigebracht, was ist die Sunna? Die Sunna ist, dass man heiratet, liebe Geschwister. Und subhanallah, diese Heirat sorgt auch dafür, dass ein Mensch ausgeglichen lebt.
Und Allah hat uns nur Dinge erlaubt, die auch gut sind für uns. Und ein Mann braucht eine Frau. Und eine Frau braucht einen Mann. Und man sieht selber, wenn man jetzt zum Beispiel noch nicht verheiratet ist, wer von euch ist noch nicht verheiratet, hätten wir uns fast denken können. Na, aber jetzt alle, Yunus, du auch? Du bist auch noch zu jung. Du darfst erst mal mit dem Füller schreiben in der Schule und dann schau heiratet. Frage, vermisst man eine Frau, ja oder nein? Ehrlich? Natürlich. Wir können kurz die Kamera einblenden. So. Ja oder nein? Man vermisst eine Frau, natürlich. Die gehört zu uns. Allah Azza wa Jal hat sie uns zu einem Kleid gemacht, die Frau. Und subhanallah bedeutet, das ist eine Liebe, die ein Mann braucht. Und auch die Frau braucht die Liebe von einem Mann. Und deswegen soll man sich bemühen, eine Frau zu heiraten. Und nicht zu denjenigen gehören und sagen, ich brauche keine Frau. Natürlich brauchst du eine Frau. Und hier sagt der Sheikh dann weiter, وَيَجِبُ عَلَى الْقَادِرِ عَلَيْهِ إِذَا خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَنَةِ لِأَنَّ الزِّنَا حَرْ. Und derjenige, hört zu, was er sagt, der in der Lage ist zu heiraten, wenn er befürchtet, dass er in Haram fällt, ist es immer noch dann für ihn Mustahab, Sunnah zu heiraten oder Pflicht. Für ihn wird es zur Pflicht, für ihn wird es Pflicht zu heiraten. Warum? Weil bevor er etwas Falsches tut, heiratet er, liebe Geschwister. Und er sagt, وَكَذَلِكَ مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ, dass man die Anstrengung vornimmt, zu heiraten, وَمَا هُوَ مُقَدِّمَةٌ لَهُ. فَمَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ الْوُقُوعَ فِي هَذَا وَجَبَ عَلَيْهِ رَفْعُهُ عَنْ نَفْسِهِ. Jemand muss diesen Zustand aufheben, wenn er befürchtet, dass er Haram machen könnte. فَإِنْ كَانَ لَا يَنْدَفِعُ إِلَّا بِالنِّكَاحِ وَجَبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ. Und wenn er dieses Haram nur dadurch vermeiden kann, dass er heiratet, wenn er dieses Haram nur dadurch entfernen kann, durch Heirat, dann ist es verpflichtend für ihn zu heiraten. وَمَنْ عَجَزَ عَنِ النِّكَاحِ وَهُوَ فِيهِ رَاغِبٌ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Aber derjenige, der nicht in der Lage ist zu heiraten, und es ist verpflichtend für ihn, weil er Angst hat, Haram zu machen. Was soll er machen? So soll er viel fasten. Die Hadith Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu arda, dieses aufgrund der Überlieferung von Ibn Mas'ud, er berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ya ma'ashara al-shabab, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj. O ihr Jugendlichen, so hat er der Prophet sallallahu die Jugendlichen angesprochen, wer von euch in der Lage ist, und das Wort Al-Ba'a wurde erklärt, der in der Lage ist, auch eine Frau zu versorgen. So soll er heiraten, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, denn dieses führt dazu, dass man die Blicke senkt, وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ, und dass man die Geschlechtsteile hütet, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, und derjenige, der nicht in der Lage ist, dieses zu vollziehen, die Heirat, so soll er fasten, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ, denn dieses Fasten ist ein Schutz für ihn. Schöner Hadith, wunderschöner Hadith. Stoppen wir kurz. Der Prophet wusste um den Zustand der Schabab, der Jugendlichen. Also hatte er sie dazu angesprochen zu heiraten. Aber er sagte auch gleichzeitig, diejenigen, die nicht in der Lage sind, eine Frau zu versorgen, so sollen sie erstmal, was? So sollen sie viel fasten. Passt auf, liebe Geschwister. Es gibt Übertreiber, Untertreiber. Eine Person, der sagt, ich bin noch nicht in der Lage zu heiraten. Sagst du ihm, warum? Ja, um eine Frau zu versorgen, brauche ich eine Million. Welche Million? Wer hat dir von einer... Stimmt, bei manchen Frauen stimmt das, da brauche ich wirklich eine Million. Aber ich rede jetzt allgemein. Du brauchst keine Million. Wenn du einen normalen Job hast und du bemühst dich, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah wird dich reich machen. Wisst ihr, dass manche der Leute damals geheiratet haben, nur weil Allah das gesagt hat, Allah wird sie reich machen, wenn sie heiraten? Sie haben gesagt, wir heiraten, damit wir reich werden.
Ja, Allah, Allah Azza wa Jalla gibt dir vieles. Damals kam ein Bruder zu mir, den kennt ihr auch alle, und der ist Alhamdulillah seit Jahren bei uns hier in der Jama'a. Er sagt zu mir, ich mache mir Sorgen, weil ich weiß nicht, ob ich meine Frau versorgen kann. Und meine Eltern haben mir das Geld gestrichen, weil er hat damals studiert und wurde von seinen Eltern finanziert. Ich habe ihm gesagt, deine Aufgabe ist nur, dass du was suchst, nach Mitteln suchst und das Gute machst. Jetzt Alhamdulillah konnte er verschiedene Sachen mit seiner Familie machen. Umrah, bald Hajj und dies und das. Alhamdulillah. Wer versorgt? Allah Azza wa Jalla, nicht unsere Eltern versorgen uns. Oder der Arbeitgeber. Allah subhanahu wa ta'ala, er versorgt uns. Aber die Übertreiber sind die, ich brauche eine Million zum Heiraten. Die Untertreiber, der hat nicht mal ein Hemd zum Anziehen, hat nicht mal eine Kleinigkeit in der Tasche, was er einer Frau als Brautgabe geben könnte. Und subhanallah, der will vier Frauen heiraten. Vier Frauen will er heiraten. Ich erinnere mich, damals unser Chef, der meinte, eine Person hat bei ihm angerufen und war ärgerlich, warum der Vater von einer Frau, die er heiraten wollte, ihn abgelehnt hat. Dann hat der Chef ihn gefragt, welchen Grund hat er denn genommen? Bestimmt hat er einen Grund genommen. Er meinte, nein, kein Grund. Guck mich an. Und subhanallah, es gibt wirklich viele Jugendliche, die denken, weil sie beten und einen Bart haben und Jalabiyah haben, dass sie ein besonderes Recht bei wem hätten? Bei Allah Azza wa Jalla. Das hast du aber nicht. Man trügt oder man belügt sich selber. Und er sagte, guck mich an, Herr Sheikh, ich sehe nach der Sunna aus, was will er noch mehr? Hat der Sheikh ihm gesagt, es gibt bestimmt irgendeinen Grund. Er sagt, ja, der hat mich abgelehnt, weil ich keine Arbeit habe. Dann sagt der Sheikh, ist doch logisch. Wie willst du sie versorgen? Er sagt, ich krieg noch Taschengeld von meinem Vater. Ja, nicht subhanallah. Will er immer an der Tür seines Vaters klopfen, damit er Geld bekommt? Nein, so nicht und so nicht. Aber wenn einer eine normale Arbeit hat und er kommt, alhamdulillah, über die Runden und es reicht, um eine Familie mitzuversorgen, dann kann er. Dann kann er und es liegt nichts Falsches daran, dass er auch heiratet. Aber wenn dieses auch nicht möglich ist, so ist deine Aufgabe viel zu fasten. Und schaut mal, die Gelehrten haben was Wunderschönes gesagt. Es gibt viele Shabab, und ich spreche das Thema an, weil das sehr wichtig ist. Sie denken, wenn sie nicht heiraten können, so befriedigen sie sich selbst. Und das ist Haram in unserer Religion. Allah Azza wa Jalla sagt, إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. Allah Azza wa Jalla sagt, über die وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, und diejenigen, die ihre Geschlechtsteile bewahren, außer gegenüber ihren Ehefrauen und was ihre rechte Hand besitzt. Was ist ihre rechte Hand? Sklavin. Das bedeutet, was du mit deiner Frau im Halal machen darfst, das ist in Ordnung, und mit deiner Sklavin, das ist in Ordnung, außerhalb dessen ist alles verboten. Und deswegen Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, in Al-Umm, in seinem Buch, hat dieses auch bestätigt, dass Allah Azza wa Jalla nur diese Ausnahmen gelegt hat. Deswegen Al-Istimna oder Al-Ada Sirdiya, wie die Araber das nennen, ist verboten, die Selbstbefriedigung. Warum? Weil unsere Religion ist leicht. Inna dina yusuf. Die Religion ist leicht. Yuridu Allahu bikum al-yusuf. Allah Azza wa Jalla will für euch das leichter. Frage an euch. Was sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam zu den Shabab? Wenn sie nicht in der Lage sind, eine Frau zu versorgen und sie haben den Drang zum Heiraten, was sollen sie tun? Was sollen sie tun? Fasten. Frage. Wollte der Prophet sallallahu immer das Leichte für die Leute oder das Schwere? Wie hat er Fatima radiallahu anha verheiratet? Ihr wisst, Ali ibn Abi Talib hat nicht viel besessen. Aber hier hat der Prophet sallallahu ein Bild geprägt, was? Dass man es den Jugendlichen beim Heiraten leicht machen soll. So hat er erlaubt, dass er ihr etwas Leichtes gibt. Was hat Ali ibn Abi Talib Fatima gegeben? Sein Schutzschild beim Krieg. Gib mir heute einer Frau ein Schutzschild. Du wirst eine Delle von deinem Kopf darin sehen. Er wollte uns damit zeigen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kann es den Leuten leicht machen. Warum macht ihr es ihnen so schwer? Und tatsächlich hat sie so ein Schutzschild als Mahr bekommen. Subhanallah. Das war ihre Mahr gewesen. Na, und hier hat uns der Prophet sallallahu alaihi wasallam gezeigt, macht es den Jugendlichen leicht. Das heißt, unsere Religion ist leicht, walhamdulillah rabbil alamin. Aber warum hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt, sie sollen fasten? Obwohl, was ist leichter? Selbstbefriedigung oder Fasten? Was ist leichter?
Was ist leichter? Sagt es mir. Ja, natürlich, das ist leichter. Weil Fasten ist schon leichter. Aber trotzdem hat der Prophet nicht das eine empfohlen, nicht das eine erlaubt, sondern er hat gesagt, die Leute sollen fasten, denn das Fasten ist ein Schutz. Passt auf, unsere Religion ist so, wie es ist. Viele Jugendliche sagen, ich faste viel, aber mein Kopf ist voll mit Fitna. Stimmt. Fastet er richtig oder falsch? Falsch. Falsch. Was macht er beim Fasten? Er setzt sich trotzdem der Fitna aus. Ist das gemeint? Überlegt mal. Du sitzt an einem Tisch und die leckersten Speisen der Welt sind vor dir. Und du sitzt da und sagst, ich esse nicht. Nein. Auf keinen Fall. Und du guckst die ganze Zeit darauf. Was wird passieren? Irgendwann, du nimmst unter den Tisch. Sonst bist du mit mir. Weil du hast dich was ausgesetzt, und so ist es auch bei den Frauen. Wenn du die Frauen anguckst, ihnen nachtrachtest, nicht in Ruhe lässt, dann natürlich wird das eine Fitna sein und das Fasten wird kein Schutz für dich sein. Das heißt, wenn du fastest, musst du mit allem fasten. So wird das Fasten tatsächlich ein Schutz für dich sein. Und ich empfehle immer meinen Geschwistern, Bürger, also ich soll euch alle segnen. Warum befinden wir uns an Plätzen der Fitna? Warum? Ich meine, bei dem Wetter, ist klar, dass die Leute, die hier sind, nackt sind. Und ihr wisst das auch. Warum setze ich mich an einem Platz, wo, subhanallah, so viele nackte Frauen sind? Warum? Da muss man sich selber fragen. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Und das sind die Grenzen Allahs, kommt ihnen nicht zu nahe. Und der Prophet sagte, مَنْ تَشَوَّ فَلَهَا تَسْتَشْرِفُ. Derjenige, der sich der Fitna nähert, so wird sie ihn umzingeln, umfassen. Habibi, du willst ein Eis essen? Kein Problem. Aber doch nicht inmitten von 300 nackten Frauen. Da schmilzt nicht nur dein Eis. Sondern nimm dein Eis und geh wohin? Außerhalb. Aber nein, er will durch die Gegend gucken. Subhanallah, Malik. Wallah, ich frage mich dann, was ist seine Absicht? Was ist seine Absicht? Geht es dir nur ums Eis? Dann bitteschön, nimm das Eis und geh woanders hin. Und was passiert bei einer Person? Er guckt links und er guckt rechts und er begehrt links und er begehrt rechts. Das heißt, wenn er nach Hause geht, ist er voll mit Hormonen. Der ist ein Hormon auf zwei Füßen. Und wo das endet, könnt ihr euch alle denken. Und das ist die Wahrheit. Aber wenn wir uns beschäftigen mit dem, was uns die Religion als Medizin gegeben hat, um dieser Fitna zu entgehen, dann kann die Rabbul Alamin. Deswegen, liebe Geschwister, wichtig ist, dass man versucht zu heiraten. Arbeite, mach etwas. Und das ist auch eine sehr schlimme Eigenschaft, dass manche Leute denken, wenn sie anfangen zu praktizieren, sie müssen 24 Stunden wo sitzen? In der Moschee. Der macht die Fenster zu mit Gitter. Ja, Mubarak, du sitzt doch selber 24 Stunden in der Moschee. Erstmal habe ich meinen Laden, Alhamdulillah, neben der Moschee. Das ist unser Laden im Übrigen. Nummer zwei. Ich habe eine andere Aufgabe. Zu mir kommen ständig Leute und haben Fragen. Und sie kommen mit Problemen. Und ich muss hier sein für die Gemeinschaft. Das ist was anderes. Aber ist das von dir verlangt? Nein. Deswegen arbeite. Mit Arbeiten gibt es auch Übertreiber, Untertreiber. Einer geht raus, der sagt, ich habe keine Arbeit gefunden, der hat nur 20 Meter gelaufen, dann geht er wieder zurück. Der andere arbeitet 18 Stunden, bis er ins Bett fällt und dann steht er am nächsten Morgen wieder auf. Das ist falsch und das ist falsch. Arbeite, übertreib nicht mit dem Arbeiten. Deine Arbeit darf dich nicht in was einschränken? In deiner Ibadah. Sonst darfst du diese Arbeit nicht ausführen, auch wenn sie ursprünglich halal ist. Warum? Weil Allah sagt, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Jinn und die Menschen nur darum erschaffen, damit sie mir dienen. Deine Aufgabe ist es, Allah zu dienen. Zu arbeiten, richtig. Aber auch Allah zu dienen, subhanahu wa ta'ala. Und manche Leute können nicht zwischen dem und dem kombinieren. Und Allah hat uns diese Antwort gegeben. Schaut mal, subhanahu wa ta'ala. Allah hat uns das gesagt.
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي عليك إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Oh, ihr, die ihr glaubt, wenn zum Jumma gerufen wird, was sollt ihr tun? Zum Gebet. Unterlasst den Handel und geht wo? In die Moschee, zum Gebet. Das ist eure was? Verpflichtung. Allah hat euch das verpflichtet. Aber müssen wir den ganzen Tag in der Moschee bleiben? Schaut mal, was Allah sagt. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَبِتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Aber wenn ihr das Gebet beendet habt, dann geht raus und trachtet nach dem Wohlgefallen Allahs. Schaut mal, subhanallah, wie Allah uns diese Lebensweise beigebracht hat. Natürlich, wir machen die Ibadah, wir verrichten die Ibadah, Allah wird uns versorgen. Subhanahu wa ta'ala. Und solange du auf dem Weg Allahs bist, deine Versorgung von Allah ist halal bi'idhnillah ta'ala. Aber wisse, wenn du nicht das machst, was Allah will, und du arbeitest nur, aber betest ihm nicht an, wisse, du wirst von Allah zur Rechenschaft gezogen. Das bedeutet, ein Muslim, es ist beliebt für ihn zu heiraten und er sollte das Heiraten nicht unterlassen. Und die Fitna ist gewaltig, wie wir sehen, liebe Geschwister. Trotzdem sage ich, ein Muslim muss sich benehmen können. Er muss sein Nafs zügeln können. Was heißt das? Es gibt Leute, der sagt dir, ganz im Ernst, würdet ihr so eine Person verheiraten mit eurer Tochter, der schon so durchdreht? Was ist unsere Aufgabe? Dass wir uns auch zügeln, zusammenreißen. Aber wenn einer nur noch rot sieht vor sich, weil er denkt, gleich explodiere ich, ja, subhanallah, den reicht auch nicht eine Frau. Deswegen muss man lernen, sich zu zügeln. Jetzt auch jemand, der verheiratet ist. Guck mal, subhanallah, was die Vorteile sind. Was sagte der Prophet zusammen? Das hilft er einem dazu, dass man die Blicke senkt. Und dass man, was sagte er noch? Und dass man sein Geschlechtsteil hütet. Und in einer Überlieferung sagte der Prophet zusammen bei Imam Muslim, wer von euch draußen etwas sieht, was ihm gefällt, bedeutet eine Frau durch den ersten Blick. Nicht durch den dritten und vierten Blick, Habibi. Durch den ersten Blick. Wenn einer etwas sieht, dann soll er nach Hause gehen und mit seiner Frau intim sein, denn sie hat genau dasselbe wie die Frau, die er gesehen hat. Subhanallah. So leicht hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns die Religion gemacht. Wir wollen nur lernen, wenn du heiratest, dann schützt du deine Blicke. So sagt die Religion. Und so stimmt es auch. Und du bewahrst deine Keuschheit. Und das ist das, was die Religion möchte. Daher, liebe Geschwister, man soll sich bemühen zu heiraten und die Mittel dafür schaffen zu heiraten und auf Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. وَمَنْ أَرَادَ النِّكَاحَ فَلْيَتَحَرَّ مِنَ النِّسَاءِ مَنْ تَتَوَفَّرْ فِيهَا هَذِهِ الصِّفَاتِ. Und wer heiraten möchte, so soll er schauen, ob die Frauen die Eigenschaften besitzen, die nötig sind. Richtig? Die Religion hat uns Eigenschaften vorgegeben, nach denen wir unsere Frauen aussuchen sollten. Der erste Punkt, erstes Kriterium, nachdem wir unsere Frau aussuchen, an takuna dhata din, li hadith Abi Hurairata, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك. Erstmal suchen wir eine Frau aus, die eine religiöse Frau ist, die Dien, Religion besitzt. Und dieses aufgrund der Überlieferung von Abu Huraira radiallahu anhu, dass er berichtete, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam sagte, eine Frau wird wegen vier Dingen geheiratet. Passt auf. Eine Frau wird wegen vier Dingen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich heirate sie wegen diesen vier Dingen. Das ist allgemein. Wenn Leute Frauen heiraten, heiraten sie aufgrund dieser vier Dinge. Erstens, wegen ihrem Besitz. Reiche Frau. Richtig? Wegen ihrem Besitz und wegen ihrer Abstammung.
und wegen ihrer Schönheit und wegen ihrer Religion. Subhanallah, warum hat der Prophet sallam die Religion als letztes genannt? Darauf schauen die Leute am wenigsten. Aber Subhanallah, schaut mal, er machte diesen Tartib, diese Reihenfolge, wegen ihrer Geld und wegen ihrer Abstammung und wegen ihrer Schönheit und wegen ihrer Religion. So suche die aus mit der Religion. Er hat das, was hinten stand, ganz nach vorne gebracht. Und die Gelehrten haben diesen Hadith auf wunderschöne Art und Weise erklärt. Yachi, wenn du eine Frau heiratest, die wunderschön ist, aber keine Religion hat, wirst du mit ihr glücklich sein? Diese Frau wird mit dir spielen. Warum? Ich meine, eine Frau ist nicht dumm. Weiß sie, wenn Männer sie begehren? Merkt das eine Frau? Wenn sie auf der Straße läuft und fast jeder pfeift ihr hinterher, merkt sie das oder nicht? Wie wird sie mit dir umgehen in der Regel? Sie sagt sich, wenn dieser Mann nicht tut, was ich will, so stehen hinter ihm eine ganze Schar. Also wie wird ihr Verhalten dir gegenüber sein? Nicht gut. Genauso wie wenn sie eine Stellung hat, dann ködert sie dich hin und her. Deswegen all diese Eigenschaften, egal ob Geld, egal ob Schönheit, egal ob Abstammung, wenn diese nicht kombiniert sind mit was? Mit der Religion, dann kannst du diese Eigenschaften vergessen. Auch ein Mann, wenn er reich ist, der sagt, ich kann mit meiner Frau tun, was ich will. Der wird sie wie eine Sklavin behandeln. Warum? Weil er weiß ganz genau, wenn sie das nicht macht, was dann? Er heiratet eine neue. Und deswegen, liebe Geschwister, diese Kombination von Schönheit und das habe ich gemerkt, viele Brüder sind auf diesen Fehler hereingefallen. Viele haben eine hübsche Frau geheiratet und haben gesagt, wird schon, sie wird schon beten, sie wird schon Hijab tragen. Weder hat sie gebetet, noch hat sie Hijab getragen. Weder hat sie gebetet, noch hat sie den Hijab getragen. Was war zum Schluss das Problem? Sie ist hübsch. Und sie weiß, dass sie hübsch ist. Wie ist sie mit dem Mann umgegangen? So wie eine gläubige Frau mit ihrem Mann umgeht? Nein. Wallahi, das Beste, was Allah Azza wa Jalla dir geben kann, eine hübsche Frau, die selber aber nicht sieht, dass sie hübsch ist. Möge Allah euch solchen Frauen geben. Mir wurde verboten. Und Abu. Ja, Abu. Das sind die besten Frauen. Habt ihr verstanden? Frauen, die wunderschön sind, aber nicht sehen, dass sie schön sind. Sie wird bescheiden sein. Subhanallah. Also was haben wir gesagt? Erster Punkt erstes Kriterium, nachdem du eine Frau auswählst, ist nach ihrer Religion. Das zweite, antakuna bikra. Dass die Frau was ist? Eine Jungfrau. Eine Jungfrau. Illa an takuna lahu maslaha. Außer du hast einen Nutzen bei einer Frau, die keine Jungfrau mehr ist. Und dies ist aufgrund dem Hadith von Jabir ibn Abdullah radiallahu anhu arda. Der sagte: Tazawwajtu imra'atan fi ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. In der Zeit vom Gesandten sallallahu alaihi wasallam habe ich eine Frau geheiratet. فَلَقِيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ. Dann traf ich den Propheten Muhammad صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ an. فَقَالْ, so sagte er zu mir, يَا جَابِرْ تَزَوَّشْتْ. O Jabir, hast du geheiratet? قُلْتُ نَعْ. قَالَ بِكْرٌ أَمْ ثَيِّبْ. Hast du eine Jungfrau geheiratet oder eine ثَيِّبْ? Eine bereits, was können wir sagen, verheiratete Frau? Kann man so übersetzen, ne? Eine bereits verheiratete Frau. Er sagte, ich habe eine bereits verheiratete Frau, die auch etwas älter ist, geheiratet. Qala, fa'allan bikran tula'ibuha. Hättest du eine Jungfrau geheiratet, mit der du gespielt hättest? Qultu ya Rasulallah, inna li akhawat. Ich habe Schwestern. Ich habe Schwestern zu Hause. Fakhashitu an tadukhula bayni wa baynahum. So habe ich befürchtet, dass die Jungfrau zwischen mir und meinen Schwestern gerät. Das heißt, ich kümmere mich nicht mehr um meine Schwestern. Weil es gibt eine Vorgeschichte zu dem Hadith. Der Vater von Jabir ibn Abdullah,
ist als erster gestorben in Uhud. Das war Abdullah ibn Haram. Und er ist der Erste und die Überlieferung ist bei Al-Bukhari. Und wäre sie nicht bei Al-Bukhari, hätten wir daran gezweifelt. Nach seinem Tod hat er Allah direkt gesehen. Das war für ihn eine Ehrung. Das war eine Ehrung für ihn, für Abdullah ibn Haram, radiallahu anhu. Aber er hat gemerkt, dass er sterben wird. Und subhanallah, Allah hat ihn als Erster sterben lassen in der Schlacht von Uhud. Und bevor er gestorben ist, hat er zu seinem Sohn Jabir gesagt, ja Jabir, ich habe ein Testament an dich, ich habe Schulden, begleiche sie. Und du kümmerst dich um deine Schwestern, wenn mir etwas passiert. Guck mal, subhanallah, aufgrund dieser Ta'a, aufgrund dieser Gehorsamkeit gegenüber seinem Vater, hat er auf sein eigenes Gelüst verzichtet, nicht eine Jungfrau geheiratet schon, sondern eine ältere Frau. Warum? Damit sie auf seine Schwestern achtet. Subhanallah, was sind das für Menschen? Ja, nee, er sagt, es ist mir egal, ob ich meinen Spaß habe oder nicht. Ich heirate eine ältere Frau und dann werde ich, inshallah ta'ala, meinem Vater zufriedenstellen. Und das sind die gehorsamen Kinder gewesen, liebe Geschwister. Dann sagte der Prophet, so ist es. Du hast sie geheiratet, so ist es dann. إِنَّ الْمَرْأَةَ تُنْكَحُ عَلَى دِينِهَا وَمَالِهَا وَجَمَالِهَا فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَكَ. Er sagte, so ist das. Eine Frau wird geheiratet wegen ihrer Religion und ihrem Geldbesitz und ihrer Schönheit und du sollst eine auswählen nach der Religion. Mustahab, beliebt ist es, eine Frau auszusuchen, die eine Jungfrau ist. Und das ist unsere Empfehlung. Weil das die Empfehlung von wem ist? Von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eine Frau, die deine erste Frau ist, das ist eine ganz andere Beziehung. Und eine Frau wird ihren ersten Mann niemals vergessen. Daher versucht eine Jungfrau zu heiraten. In diesem Land ist das nicht leicht, um ehrlich zu sein. Also, wenn wir ehrlich sind. Also, es ist vielleicht sogar eine große Herausforderung, dass wir alle 15, 16-Jährige holen und gucken, wie viele von ihnen Jungfrau sind. Das werden die wenigsten oder die meisten sein? Die wenigsten. Möge Allah uns und unsere Frauen bewahren und uns zu tugendhaften Muslimen aufwachsen lassen. Das heißt, du suchst dir auch eine Frau aus, die eine Jungfrau ist. Und dann der nächste Punkt, antakuna waludan, dass sie eine fruchtbare Frau ist, die Kinder liebt, die gerne die Kinder zur Welt bringt. Li hadith Anas an den Nabi sallallahu alaihi wa sallam qala tazawwaju al-waduda al-waluda fa inni mukathirun bikum al-umam. Anas ibn Malik berichtet vom Gesandten sallallahu alaihi wa sallam, dass dieser sagte, heiratet die liebevollen Frauen, die Kinder bringen. Die Kinder bringen. Denn ich werde Yawmul Qiyamah mit den anderen Propheten wetteifern, wer die größte Umma hat. Und wir entschuldigen uns bei Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Wie viele Kinder haben wir? Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam wird sich freuen über diese Anzahl. Aber was sind das für Kinder? Sind das die Kinder, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam haben wollte? Wir haben wenig Kinder oder viele Kinder, die Muslime? Wir haben viele Kinder. Nur was sind das für Kinder? Drogendealer, Abzocker, Ribba. Das sind die Kinder, die wir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zeigen müssen. Wo sind die Kinder, die er gerne sehen wollte? Die aufwachsen mit dem Koran. Die aufwachsen mit der Liebe zum Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die seine Sunna über alles stellen. Wo sind diese Kinder? Können wir diese Kinder präsentieren? Wallahi, wenn ich sehe, selbst von leicht praktizierenden Geschwistern, du siehst ihre Kinder, die kennen nichts von der Sunna. Keine Bittgebete, kein Koran, kein Benehmen, kein Adab. Wie kann das sein? Die anderen haben Fehler gemacht, sie haben Fehler gemacht. Aber du hast doch etwas gelernt. Du sitzt doch in der Moschee. Du hörst doch, subhanallah, den Unterricht hinzu. Warum sind deine Kinder genauso wie bei einem Jahl, der nichts gelernt hat? Wie kann das sein? Unsere Kinder müssen anders sein als die anderen Kinder. Unsere Kinder müssen Vorbilder sein. Und wir müssen sie zu Vorbildern erziehen.
Und wir dürfen dieses dumme Denken, und ich sage dummes Denken, nicht weiter fortführen. Sind noch Kinder, sind noch Kinder, sind noch Kinder. Was ist das für ein Denken? Mit 14, 15 sind noch Kinder? Einer sagt, das Mädchen ist noch klein, die braucht mit 15 kein Hijab, die kann viermal heiraten, so wie sie aussieht. Er sagt, nein, die ist noch klein. Der andere, sein Kind kann nichts vom Koran, der weiß nicht mal, dass man mit rechts ist, der sagt, die ist noch klein. Subhanal Malik, klein? Guckt mal, wie die Kinder waren in der Zeit vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Der Sohn von Salama radiallahu anha, ein kleiner Junge. Die Beliefung ist authentisch. Er war 6, 7 Jahre, hat für die Sahaba vorgebetet. Die Sahaba haben ihn nach vorne gebracht, damit er vorbetet. Die Sahabiyat, die Frauen, waren richtige Frauen, so wie Allah azawajal sie liebt. Als die Kinder schweren Herzens, und ihr wisst, unter der Sonne zu fasten ist anders als in kühlen Regionen. Was haben die Mütter gemacht, die Sahabiyat? Die haben den Kindern etwas zu spielen gegeben, um sie abzulenken vom Fasten. Das war schwer. Subhanallah. So haben sie erzogen. Einer heute 20, der sagte, sein Vater sagte, er ist noch zu klein zum Fasten. Mashallah, Alek, klein. Einer kam einmal zu unserem Sheikh. Unser Sheikh hat ihm gesagt, warum bringst du deinen Sohn nicht mit zum Fajr-Gebet? Sein Sohn ist auf der Uni. Er sagt ihm, ja Sheikh, lissa sagir, er ist noch klein. Er sagt, Allahumma kabbirhu, der ist 21 Jahre alt. Oh Allah, mach ihn groß. Der sagt, er ist noch klein. Ja, kein Wunder, wenn wir so unsere Kinder erziehen, subhanallah, was wird aus diesen Kindern? Einer in der Zeit vom Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, schaut mal, was er sagte, ein kleines Kind, der war vielleicht 6, 7, 8 Jahre, als er gesehen hat, wie das Feuer gebrannt hat. Dann stand er vor dem Feuer und fing an zu weinen. Man fragte ihn, warum weinst du? Er sagte, das Feuer besteht aus kleinen Brennstäben, aus kleinen Brennholzstäben. So habe ich mir vorgestellt, dass Allah uns kleine Kinder, Yawmul Qiyamah, zum Brennstoff für das Höllenfeuer macht, wie hier dieses Feuer. Wer denkt darüber nach? In so einem Alter. Aber subhanallah, das ist leider eine Krankheit von unserer Umma, möge Allah uns vergeben, dass wir nicht wissen, wie wir unsere Kinder erziehen. Aber PlayStation haben sie alle, ja? PlayStation, jeder hat einen Fernseher in seinem Raum. Dafür sind sie nicht zu klein. Um die versauten Filme zu gucken, sind sie nicht zu klein. Diese Kinderkanäle und so, möge Allah diese Leute erfolglos in der Dunya und in der Erde. Das sind die schlimmsten Kanäle, die es gibt. Na? Deswegen ein Muslim achtet darauf, was seine Kinder gucken. Sie gucken nicht jede Schande. Serie, die auch läuft, weil dadurch lernen die Kinder. Ein Kind ist wie ein Schwamm. Und wenn er das sieht, wenn er sieht, wie diese Verrückten tanzen, der will Tänzer werden. Bitte schön, dann bist du aber Tänzer. Lass deinen Sohn als Tänzer aufziehen. Kannst du deinen Sohn beklatschen, wie er tanzt auf den Tisch? Wollen wir so unsere Kinder erziehen, liebe Geschwister? Sondern wir erziehen sie mit Liebe, mit Barmherzigkeit und vor allen Dingen mit der Religion. Und so werden sie auch zu Vorbildern werden. Usama ibn Zayd radiallahu anhu war keine 17 und der hat eine Armee angeführt, in der die großen Sahaba mitgekämpft haben. Usama ibn Zayd radiallahu anhu. Yani, was sagen wir dann über diese Jugendlichen heute? Der mit 18, der kann gar nichts. Gar nichts. Und das sollte uns aufwecken, liebe Geschwister. Und die Gelehrten haben geredet über Sina'atul Rijal, wie man Männer erzeugt. Wie man Männer oder wie man Leute zu Männern erzieht. Und ich empfehle meinen Geschwistern, dass sie sich das anhören, besonders wenn sie auch Kinder haben. Wir haben gesagt, die Frau soll fruchtbar sein. Und es ist verboten für eine Frau, dass sie sagt, ich möchte keine Kinder. Es gibt solche Frauen. Sagst du, warum willst du keine Kinder? Ja, mein Körper verformt sich dann. Und bei manchen ist er sowieso schon vorher verformt, unabhängig davon. Dann sagst du ihr, darum willst du keine Kinder haben? Sagt sie, ja, ich will meine Schönheit behalten. Subhanallah. Bleibt sie auf ewig schön? Wer wird sie pflegen, wenn sie alt ist? Wer? Das sollten doch ihre Kinder sein. Daher, liebe Geschwister, heiratet Frauen, die Kinder lieben. Und viele Kinder zur Welt bringen. Aber nochmal, welche Kinder? Kinder, die wir nach was erziehen? Nach Koran
Und so, möge Allah uns Erfolg geben. Mhm. Jetzt natürlich haben die Frauen auch ihren Anteil. Welche Männer sollten sie heiraten? Aber das schaffen wir nicht mehr, weil das ist etwas länger. Dann machen wir hier erstmal Stopp, wie in der Teile. Wir werden uns die nächsten Wochen mit diesem Kapitel beschäftigen. Und dann habt ihr jetzt, inshallah, Gelegenheit, Fragen zu stellen. Subhanallah, bihamdi. Ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Ich habe zwei Fragen zu dem ersten Hadith. Wirklich, dass die vielen Leute sagen, drei Leute in diesem Hadith, dass sie nicht heiraten, nicht also fasten, heiraten und schlafen. Aber gibt es nicht den gleichen Hadith mit Fleisch essen? Ja, das ist eine andere Überlieferung. Genau. Ja. Tafadda. Wenn ein Bruder die Möglichkeit nicht hat, eine Jungfrau zu finden, aber einer, der früher verheiratet war, aber stark praktizierende ist, ist das zum Beispiel besser, die zweite Möglichkeit zu wählen, als die erste, der zum Beispiel überhaupt nicht finden kann, oder eine junge Frau, die finden kann, aber die Katastrophe in Islam ist? Die Frage vom Bruder, wenn ich eine Jungfrau finde, aber sie ist nicht so gut praktizierend in der Religion. Und stattdessen finde ich eine, die war schon verheiratet. Und wen soll ich bevorzugen? Natürlich die mit der Religion. Denn die Frau zu heiraten, die Jungfrau ist, ist eine beliebte Tat. Ist eine beliebte Tat, keine Pflichttat. Aber stattdessen, du wirst niemals eine gute Ehe führen können, weder für dein Diesseits noch für dein Jenseits, wenn du nicht eine gläubige Frau hast. Und deswegen sollte man hier eine gläubige Frau bevorzugen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Was soll man machen, wenn man in der Firma arbeitet, wo nur Muslime sind, die wollen alle Freitag feiern? Also wie macht man das denn? Das heißt, wenn die alle Feierabend machen wollen? Nee, also die wollen alle Jumma gehen, aber... Okay, aber es können nicht alle gehen. Genau. Na, der Bruder stellt die Frage, wenn man zum Beispiel in einer Firma arbeitet, da arbeiten sehr viele Muslime und nicht jeder will natürlich in der Moschee da ein Freitagsgebet machen. Wie macht man das? Alle können nicht gehen, definitiv nicht. Dann sollte man Folgendes machen in Schalatala, dass eine Gruppe geht und die andere Gruppe, wenn sie wirklich nicht gehen können, und in erster Linie ist es verpflichtend, in den Moscheen zu beten, so sollen sie dort Jumu'ah machen in Schalatala. Na? Und dafür sind mindestens drei Leute notwendig. Es wird gefragt, ist es eine Sünde für Frauen, ihr Haus ohne Notwendigkeit zu verlassen? Und was gilt als notwendig? Ist es eine Sünde für eine Frau, ihr Haus ohne Notwendigkeit zu verlassen? Und was gilt als Sünde? Allah Azza wa Jalla sagt, وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُمْ. In Surat Al-Ahzab, verbringt oder bleibt in euren Häusern. Ibn Kathir, rahimullah ta'ala, sagt, لا تخرجنا إلا لحاجة. Geht nicht heraus, außer für ein Bedürfnis. Was meint Bedürfnis? Sie hat auch draußen was zu tun. Wer sind die Frauen, die hier nicht gemocht werden, bei uns in der Region? Sie geht so, sie weiß gar nicht wohin, sie möchte einfach nur draußen sein. So. Mhm. Ja, dann Bäckerei hier, Espresso dort, Starbucks, Kekse dort. Eine Frau, die keinen Plan hat, geht einfach raus. Dieses ist nicht von unserer Religion. Aber eine Frau, walhamdulillah, alaikum salam, sie hat Bedürfnisse. Sie kauft zum Beispiel für zu Hause ein. Sie erledigt was Wichtiges, kauft den Kindern Klamotten, hat irgendetwas Wichtiges zu tun. So ist sie nicht damit gemeint. Ein Mann und eine Frau treffen eine Vereinbarung. Ein Mann und eine Frau treffen eine Vereinbarung. Wenn ein Mann und eine Frau eine Vereinbarung treffen, so ist das, woran sie sich halten müssen. Zum Beispiel sagt die Frau zum Mann, ist es mir erlaubt von deiner Seite, dass ich auch ohne deine Einwilligung rausgehe? Wenn er ihr sagt ja, dann darf sie ohne seine Einwilligung rausgehen. Trotzdem aber nicht irgendwie die Bäume zu riechen, sondern um ihre Bedürfnisse zu erledigen. Aber wenn der Mann sagt nein, ich möchte, dass du mich darum bittest, wenn du rausgehst, so ist das auch sein Recht und dann hat sie sich auch daran zu halten. Das hängt ab, wie sie miteinander diese Vereinbarung ausführen. Wallahu ta'ala ala wa ala. Und die Grundlage für diesen Hadith
Die Grundlage dafür, dass eine Frau um Erlaubnis bittet, bevor sie rausgeht von zu Hause, ist, was Aisha radiallahu anha wa ardaha gemacht hat, die lange Überlieferung bei Imam Muslim. Sie sagte, als gesagt wurde, dass sie eine Saniya ist, wal iyadu billah, von den heuchlerischen Zungen, so war sie sehr bedrückt, als der Prophet sallam sie anders behandelt hat, als wie sie es gewohnt war. Dann hat sie gesagt, ja Rasulallah, erlaube mir, zu wem zu gehen, zu meinen Eltern. Na, und von daher, eine Frau bittet um die Erlaubnis von ihrem Mann. Es wird gefragt, wenn der Mann seiner Pflicht nicht nachkommt zu arbeiten und seine Frau nur mit Arbeitslosengeld versorgt, kann die Frau dem Mann im Gegenzug sozusagen dann auch ein Recht verwehren, wie zum Beispiel Gehorsam oder Geschlechtsverkehr? Eine Frau fragt, wenn der Mann sie nicht versorgt, darf sie, also versorgt meint sie, er geht nicht arbeiten, also er geht nicht arbeiten, sondern er lebt vom Staat. Wie ist das, darf sie ihn auch Gehorsamkeiten verwehren, wie zum Beispiel Geschlechtsverkehr oder sonstiges? Das größte, höchste Recht von einer Frau über ihren Mann ist die Versorgung. Das höchste Recht von einer Frau über ihren Mann ist was? Die Versorgung. Wenn ein Mann seine Frau nicht versorgt, so hat sie das Recht, um Scheidung zu bitten. Jetzt fragt eine Frau, wie ist das, mein Mann geht nicht arbeiten. Frage, er will nicht arbeiten gehen und will nichts tun und ist vielleicht den ganzen Tag draußen und macht nur Dummheiten, so hat sie sowieso den falschen Mann geheiratet. Oder es ist zeitweise so, dass er keine Arbeit findet und deswegen zum Beispiel Arbeitslosengeld oder Dings bekommt. Dann ist das was anderes. Das ist total was anderes. Eine Frau kann von ihrem Mann erwarten, dass er arbeiten geht. Das kann sie erwarten. Warum? Weil das, was haben wir gesagt, ihr größtes Recht ist. Aber wenn er keine Arbeit findet, so kann er auch nicht die Arbeit von unter der Erde holen. Deswegen kommt es auf die Situation vom Mann. Wenn er aber Arbeit finden könnte, aber er will nicht arbeiten und er tut nichts, und es gibt solche Männer, der will nicht arbeiten, der nimmt auch das ganze Geld und gibt es aus, das ist kein guter Mann. So hat diese Frau einen falschen Mann geheiratet. Sondern vielmehr sollte der Mann ihr, und das hängt davon ab, ist das ein Mann, der versucht zu arbeiten und Gutes zu tun, so ist das, ja, so sollte sie ihm hier keine Gehorsamkeit verweigern. Und wenn er ein Mann ist, der überhaupt nicht arbeiten will und er hätte die Möglichkeit, und er tut sonst gar nichts und hilft der Frau nicht und macht nichts, so sollte diese Frau mit diesem Mann reden und ihn auf gute Art und Weise dazu bringen, dass er sich ändert. Und sie sollte diese Situation beobachten. Wallahu ta'ala ala wa ala. Ich habe gefragt, wenn man selber nicht mehr keusch ist, ist es erlaubt, eine keusche Frau zu heiraten? Wenn man selber nicht mehr keusch ist, bedeutet, der Mann ist keine Jungfrau mehr. Wie ist das? Darf man eine Jungfrau heiraten? Natürlich. Natürlich kann man das tun. Aber es ist auch ihr Recht, wenn sie sagt, zum Beispiel, ich möchte einen Mann, der noch nicht verheiratet war, dann muss man auch ehrlich sein und sagen, dass man hier diese Bedingungen nicht erfüllen kann. Aber wenn sie das akzeptiert, dann kein Problem. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wie ist das, wenn zum Beispiel eine Frau nicht dann wegen einer Erlaubnis rausgeht? Du hast gesagt zum Beispiel, dass nicht... Wenn eine Frau ohne Erlaubnis aus dem Haus herausgeht und man hat mit ihr vereinbart, dass sie den Mann um Erlaubnis bittet, so sagen Leute von der hanafitischen Rechtsschule, sie sagen, der Mann ist nicht mehr verpflichtet, sie zu versorgen. Schau mal, wie gewaltig die Sache ist. Sie sagen, der Mann ist nicht mehr verpflichtet, sie zu versorgen. Auf jeden Fall, schaut mal, liebe Geschwister, eine Ehefrau und ein Ehemann werden niemals klarkommen, wenn ihre Grundlage nicht die Religion und die Liebe zu Allah und seinem Gesandten ist. Deswegen, es gibt viele Männer, die fordern etwas von Frauen, aber selber sind sie keine guten Vorbilder. Das geht nicht. Und deswegen muss man von Anfang an klären, dass man auf Basis von Koran und Sunna leben möchte. Und dann muss man sich auch daran halten, sei man Mann, sei es ein Mann oder eine Frau. Beide müssen sich daran halten.
Aber wenn man sich nur die Rechte rausnimmt, dann wird das nicht klappen, weder bei der Frau noch bei dem Mann. Daher ist es so, dass man eine Vereinbarung trifft und jeder hält sich an die Vereinbarung. Wallahu ta'ala ala wa ala. Tafadda. Wenn ein Mann jetzt fasten will, kann er, wie macht er das mit seiner Frau? Darf die Frau das wissen? Ein Mann möchte fasten, muss die Frau das wissen? Nein, muss sie nicht. Ja, weil die so immer aufdringlich ist, willst du was trinken, willst du was essen? So, und du willst ihr nicht sagen, dass du fastest? Was macht man? Naja, sagen wir nicht aufdringlich, sondern sie ist liebevoll, dass sie sich um ihren Mann kümmert. Alhamdulillah. Es ist kein Problem zu sagen, ich bin fastend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand, und das im Zustand des Fastens, wenn jemand euch beleidigt oder bekämpft, so sagt, inni sa'im, ich bin fastend. Hat man das gesagt? Ich bin fastend? So. Das heißt, es ist kein Problem, das zu sagen. Problem ist nur, wenn man das sagt, um sich zu zeigen, um Riya zu machen, Augendienerei zu machen. Das ist ein Problem. Aber sonst kann man der Frau sagen, dass man fastend ist. Wallahu ta'ala ala. Wow. Soll ja auch leckeres Essen machen. Ja. Also wenn man jetzt zum Beispiel auf die Du meinst, weil das kurzfristig gemacht wurde? Also ich gucke jetzt auf die Uhr und ich sehe, es ist Asr und ich stehe auf, ich bete. Ist das schon meine Nier? Okay. Der Bruder fragt, wenn man jetzt auf die Uhr guckt und sieht, Asr ist eingetroffen, jetzt stehe ich dann auf, darauf hin und bete. Nein, natürlich. Schaut mal, liebe Geschwister, die Nier, die Absicht, die muss gefasst werden. Beim Gebet spätestens wann, vor welcher Uhr muss die Nähe gefasst worden sein? Beim Gebet? Bevor man Allahu Akbar gesagt hat. Und das für das Gebet ist. Wudu, warum Wudu? Wudu hat man eine andere Absicht. Deswegen spätestens bevor man den Takbir spricht. Und die Absicht ist wo im Herzen. Man braucht sie nicht auszusprechen. Wir wissen, dass die meisten das machen. Die sagen, Nawaitu an Usalli fi Masjid al-Sahaba fi Torfstraße al-Bataar. Das ist nicht von dir. Sondern mach deine Absicht im Herzen. Und dann, bi'idhnillah ta'ala, reicht das für dich. Die letzten drei Fragen. Ein Bruder sagt, manchmal kommt er nicht klar mit dieser Absicht, ob das im Kopf, weil in Liebe benutzt er das nicht, im Kopf oder im Herz, wie geht das? Wie geht das mit der Absicht? Schau mal, einer von euch will jetzt auf Toilette gehen. Sagt er uns, ich gehe jetzt auf Toilette? Nicht mit Mund, mit Kopf, ich meine. Einer will auf Toilette gehen. Wie macht er das? Okay, warum ist er aufgestanden? Dahin zu gehen. Alles, nein, nächste Frage. Es wird gefragt, wie ist das Urteil über eine Frau, wenn sie ihren Mann auf die Straße setzt, aus der Wohnung rausschmeißt? Nochmal. Wie ist das Urteil über eine Frau, wenn sie ihren Mann auf die Straße setzt, also so gesehen aus der Wohnung schmeißt? Eine Frau schmeißt ihren Mann auf die Straße? Ja, eine Frau schmeißt ihren Mann auf die Straße, mit anderen Worten, sie will ihn nicht mehr. Ich frage diesen Mann, wenn er ein Mann ist, will er bei einer Frau bleiben, die ihn nicht will? Und wenn er etwas an Ehre besitzt, wird er nicht bei einer Frau bleiben, die ihn nicht will. Möge Allah so ganz recht haben. Na. Sag deine Frage und deine Frage, dann entscheiden wir, welche ich dir jetzt entscheide. Okay, also es wird gefragt, wenn die Ehefrau nicht ihren Körper bedeckt, wie es der Ehemann will, hat der Mann dann das Recht, sich zu scheiden? Das heißt, sie trägt kein Hijab, mit anderen Worten. Wenn eine Frau nicht den Hijab trägt, hat der Mann das Recht, sich zu scheiden? Schaut mal, es kommt immer darauf an, wie ist man zusammengekommen. Zum Beispiel, beide haben geheiratet, sie waren in der Jahiliya. Der Mann ist in der Regel etwas schneller beim Praktizieren, weil er ist immer in der Gemeinschaft, betet die Gebete in der Moschee, sieht oft Brüder und dies und das, was bei der Frau nicht der Fall ist. Natürlich wird er mehr machen oder mehr verlangen von der Frau. So, aber wenn er
diese Heirat damals getätigt hat, als er in der Jahiliyyah war, soll er Sabr gegenüber der Frau zeigen. Aber umgekehrt, ein Mann heiratet eine Frau und er hat sie bedeckt geheiratet. Und dann auf einmal ändert sie ihre Kleidung. Sie ist zwar immer noch bedeckt, aber nicht bedeckt, sondern sie zeigt ihre Reize. Dann hier natürlich hat er das Recht, sich scheiden zu lassen. Im anderen Fall sollte er Geduld mit ihr zeigen, wenn beide in der Jahiliyyah miteinander geheiratet haben. Na, letzte Frage. Es wird gefragt, darf eine Frau einen rechtschaffenen Mann um die Ehe bitten? Also darf sie sich ihm anbieten? Darf eine Frau sich einem Ehemann anbieten? Natürlich. Und die Überlieferung ist bei Sa'd ibn Sa'd, radiallahu anhu wa arda, bei al-Bukhari, als der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesessen hat, kam eine Frau und hat ihm gesagt, dass sie ihn heiraten möchte. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat sie sich angeguckt. Das heißt, er hat sie betrachtet. Dann hat er sich entschieden dafür, dass er sie nicht heiratet. Aber ein anderer Sahabi war gleich dabei, der hat gesagt, ich würde dann gerne machen. Deswegen, es ist kein Problem, dass eine Frau ihrem Ehemann, dass eine Frau sich anbietet dem Ehemann. Aber mit was? Mit Scham und nicht hier bin ich, ja, sondern dass das schon mit Scham belegt ist. Und sie kann jemanden schicken, der zum Beispiel zu diesem Mann geht. Barakallahu fikum und sagt, nachher, subhanallah wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.